Ja, jetzt sind, glaube ich, alle unterdessen dahinter gelaufen. Es ist eben mir nicht ganz klar gewesen. Im Fahrplan bin ich jetzt mal nicht mehr drauf gewesen. Und dann hat mir jemand gesagt, da wäre um 13:30 gewesen. Ich hätte es jetzt verpasst. Und dann, sonst hätte ich jetzt noch ein Beispiel gezeigt, wie der Batch aussieht, wenn er fertig ist. Aber der hat jetzt nicht dabei. Ist jetzt ein bisschen spontaner. Weil... Entschuldigung. Gut. Und zwar, ist ja da bei den CCC-Camps, habe ich da erlebt, üblich gewesen. Zum Beispiel im Elfi hat man das Rocket bekommen, so als Platine zum um den Hals hängen. Wo man auch ein bisschen können so persönlich anpassen. Wir können Namen programmieren, der hat dann geleuchtet. Oder noch ein Spiele machen mit dem. Und ja, dann haben wir halt etwas zu tun gehabt. Das hat mir gut gefallen. Ja. Mich kann nicht abstellen. So. Genau, und dann hat es aber gerade niemand gegeben, der so ein Badge wollte machen für unser Camp jetzt da. Es hat aber eine Idee dann mal gehabt. Und zwar die Idee im Wiki ist gsi, dass man eine Platine machen würde, wie ihr jetzt da seht, auf dem Bildschirm. Was irgendwie ein ESP, irgendwie ein moderner Chip, der WLAN kann und wo ein Farbbildschirm hat und wo man so kapazitiv kann irgendwie steuern kann. Und da hat aber ein Gestalter hat gemacht und der hat da gar keine Zeit gehabt, um das irgendwie umsetzen oder hätte es auch nicht können. Und dann haben wir dann nochmal gedacht, was wäre denn einfach, etwas auch für uns, die das erste Mal ein Lager machen, wo vielleicht auch Einsteiger kommen, wo jetzt gar nicht so Erfahrung haben mit Programmieren. Was wäre etwas, wo man doch aber noch etwas daran machen kann. Nicht einfach so, wir verteilen jetzt einen Blödsinn. Und dann sind mir zwei Sachen in Synchro. Das eine ist so ein Kit. Der, glaube ich, der Mitch Altman, der jetzt gerade im Hack-Center oben ist, hat er als Bausatz dabei. Das ist einfach so ein Schildchen, wo man den Namen draufstecken kann mit LEDs und die LEDs festlöten. Nachher blinkt der Name und man kann mit einer Taste kann man eine Lauflicht machen oder dimmen. Ja. Und das andere, was auch halt einfach ist und günstige Teile braucht, ist so ein piepsendes Klavierchen mit einem 555-Timer. Und so eine Art mit der Schaltung vom Radio. Da als erstes sind wir zusammengesessen und haben gedacht, ja, so könnte das aussehen. Wir machen einfach quasi da Name-Tag-Teil, so LED-Flächen und noch so unten Klaviertasten, dass man noch ein bisschen piepsen kann. Es ist ja da so, auf dem Gelände dürfen wir ja auch, wir von der Orga dürfen keine Skiwerfer in den Wald stellen. Das ist irgendwie verboten worden. Natürlich wäre es doch noch lustig, wenn ein paar Leute ein LED um den Hals hätten. Und ein bisschen piepsen könnt. Genau. Ich habe dann von dem Name-Tag-Teil habe ich schon mal eine Einlayer-Variante gemacht für etwas anderes. Und es hat, eine Cousin, das ist vom CCC Schweizer Treffen in Biel, hat es mal einen Ads-Workshop gegeben und dort hat man dann eine SMD-Variante von der Einlayer-Version von dem Name-Tag schon mal gehabt. Und, ich habe mal etwas probiert mit dem, 5-5-5-Timer, so einen Ton machen, aber da war ein bisschen wackelig und dann haben wir dann gedacht, wir müssen es nochmal vereinfachen. Wir könnten ja einen besseren Chip nehmen für das Nametag. Wir nehmen den Atiny 85. Der kann auch Töne machen, da könnte man auch sogar ein Geräuschli speichern drauf und dann könnte man dann die Tasten frei belegen. Und, also wir machen da die Radio-Schaltung doch nicht. Und der erste Entwurf hat so ausgesehen, seine 85 mit dem Digispark Bootloader. Der macht ein emuliertes USB-Chip, dass man kann da anschliessen am USB-Anschluss oben rechts, hat es ein USB. Der passt wie ein Stick, passt also in den Laptop. Und nachher erkennt es da, wenn man den Treiber hat und man kann, ohne dass man jetzt irgendwie so eine Adapterstückchen hat, kann man direkt den Arduino programmieren, kann man direkt anschliessen. Der Bootloader und 6 Tasten unten durch. Die haben einfach Widerstand zwischen ihnen und das ist eigentlich ein Spannungsteiler. Eigentlich, je nachdem, welche Taste das man drückt, hat man einen anderen analogen Wert am 6. Füßchen vom Atiny. So können wir mehrere Tasten anschliessen an nur einem Fuß. Und noch ein Lautsprecher. Emana. Dann eben der Digispark-Teil, das war mal ein Kickstarter-Projekt, das ist so der kleinste Arduino, was es gibt.
wo eben kein so ein Serialkabel braucht, wo man direkt anschliessen kann und sind recht günstig. Trotz mal im Kickstarter hat es, glaube ich, $5 gekostet pro Platte. Unterdessen bei so AliExpress gibt es die für unter einem Stutz. Ja, genau, der Atiny mit dem Bootloader drauf, der hat dann nicht mehr ganz so viel Flash-Speicher, der hat dann nur noch 6 Kilo statt 8. Aber er kann, ja, softwaremäßig halt, aber er kann immer noch PWM machen. Und eben, es hat halt USB, das ist cool. Und es gibt halt, weil es das Projekt schon 4-5 Jahre gibt, gibt es unterdessen für Linux und für Apple und für Windows gibt's genug Anleitungen, wie man da anschließt am Computer und wie man mit der Arduino GUI etwas aufladen kann. Es gibt viele Beispiele für das. Darum ist das eine gute Grundlage auch für uns. Ich habe dann nicht mehr viel schreiben im Wiki. Ich habe einfach einen Link gemacht, schauen, wie es halt beim DigiSpark funktioniert und bei unserem Badge funktioniert es genau gleich. Schema, das sehen wir jetzt auf dem Bildschirm nicht so genau, aber das sind einfach eben die 7 Tasten, die es hat und die LED-Felder. Sie gehen irgendwie den Chip. Um das zu machen, haben wir noch müssen schauen, dass die Teile dann passen auf Platine. Dann haben wir die Footprints zum Teil nicht gehabt. Ja. Dann haben wir es mit mit KiCad haben wir es gemacht. Und KiCad ist so, wenn man ein Schema hat, dann kann man dann den Netzplan exportieren und nachher kann man im PCB-Programm kann man den Netzplan importieren und dann tut es eigentlich alle alle Footprints von den Teilen, die man benutzt hat im Schema, tut es dann schon einholen in die PCB-Ansicht. Aber alle leiten aufeinander um. Also man hat dann auf einem Haufen hat man dann irgendwie 100 LEDs und man muss dann die auseinanderpflümeln. Und dann hat dann der Lehrling können morgen lang die LED-Felder wieder ran basteln. Ja, und dann haben wir noch müssen so ein Logo konvertieren. Und wo ich grob so einen Entwurf hatte, der Anti ist jemand, der kommt ein bisschen mehr draus. Der hat es nochmal angeschaut und hat dann zum Beispiel gemacht, dass auf der Platine hinten drauf alles, was Erden ist und GND. Alle LEDs unten haben einen gemeinsamen GND mit einem Widerstand am GND dran. Einfach, er hat es dann noch ein bisschen verschönert. Und wir haben dann auch mal den Prototyp an einen Oszilloskop angeschlossen und mal geschaut, was passiert. Wir haben da noch herausgefunden, es gibt zum Beispiel Induktion vom Lautsprecher, wo eigentlich im Chip ein bisschen wehtut und haben dann dort noch einen Kondenser eingebaut. So Sachen hat er noch geholfen. Und dann hat ein Praktikant von mir hat so Becherli bekommen und hat dann müssen von jedem Teil die richtige Anzahl in so Becherli knipsen. Ja, da ist eigentlich, wenn man jetzt mit den Tüten bei den Teilen vorbeigeht und so eins von dem, zwei von dem, dann geht es länger wieder, wenn man kann eigentlich die Rolle mit den LEDs in der Hand haben und jeden Becher eins einknipsen. Da geht deutlich besser wieder das Umgekehrte. Das hat sich eigentlich bewährt, falls ihr einmal einen Bausatz abpacken wollt, Becherli aufstellen. Und da ist auch eine Fleissarbeit. Da haben wir einen Adapter gemacht, dass wir die Atinis haben können flashen. Da kann man den Adapter drauf lang und damit der Börse den Chip wechseln. Und dann habe ich den Bootloader drauf getan. Da habe ich ein Script gemacht für AVR-Dude, wo dann halt den Mikronukleus-Bootloader der drauf tut. Und dann habe ich jeden Chip nochmal in die Hand genommen und in den Adapter tue und über die Arduino-GUI, über den USB, wo ja schon programmiert ist, noch ein Lauflichtprogramm drauf tue. Einfach, dass die es jetzt löten, dass die schon wissen, es funktioniert, das Lauflichtprogramm funktioniert und den kann man dann immer noch dann nochmal am Computer anschliessen und noch ein anderes Programm machen. Dann, eben, es ist eine Lötübung, wir müssen selber zusammenstecken. Es ist programmierbar, es ist hackbar. Also, wenn ihr jetzt anstatt die LEDs auf die Flächen, wenn ihr etwas anderes drauf tut, einen Transistor und einen LED-Streifen oder irgendetwas, also es ist halt einfach ein Entwicklerboard, wo man irgendetwas drauf löten kann. Können machen, wenn ihr wollt. Ich habe da noch 3 Ideen gestohlen vom Internet.
eigentlich alle DigiSpark-Projekte gehen halt da auch mit dem Badge. Falls etwas Fertiges findet, funktioniert es. Dann oben rechts, SGMK macht da vielmal einen Workshop für das 8-Bit-Mixtape. Da ist eine Art ein Synthi, der macht ein Geräusch. Und dann kann man mit dem Botti kann man die Geschwindigkeit verändern und so Sachen. Und wir haben ja quasi auch fast wie ein Botti unter die Tastatur. Die ist eigentlich gleich angeschlossen wie ein Botti. Wahrscheinlich würde das Mixtape-Zeug auch drauflaufen auf dem Badge, wenn ihr ein bisschen piepsen wollt. Was noch ist, der Lautsprecher ist eigentlich das leistungsstark für die kleine Batterie, die dabei ist. Die CR2032 Knopfzelle, die bringt eigentlich ein Achtel von dem, was der Lautsprecher nehmen könnte. Und wenn ihr jetzt einen tiefen Ton macht, zum Beispiel einen Bass, dann reißt die Spannung zusammen und wenn es unter 2,5 Volt geht, dann geht der Tiny in Reset. Aber das sehen wir dann. Solange der Badge am USB hängt, tut alles, dann ist auch der Lautsprecher genug laut. Ihr könntet euch auch eine Powerbank um den Hals hängen. Dann auf der rechten Seite das visitenkärtchenförmige Ding. Das ist auch noch inspirierend. Da kann man anschliessen und der Computer meint, das ist eine Tastatur. Und wenn man dann zweimal Shift drückt, also wenn man Shift drückt, dann tut ja die Tastatur das Licht leuchten. Und einfach weil es hat, also irgendwie der Computer kann mit der Tastatur reden. Auf jeden Fall, wenn man zweimal Shift drückt, dann schreibt dann der Badge etwas auf den Bildschirm. Also wenn man gerade im Word drin ist und der Badge anschliesst und Shift drückt zweimal, dann schreibt es die Adresse von dem Frank-Typ. Und da kann man, ja, da habe ich ausprobiert, da geht mit dem Badge auch. Und es geht nicht nur, dass man einfach Text ausgibt. Wir können da so etwas ausgeben wie Alt F4 oder so. Oder ein schwarzes Fenster aufmachen und einen Befehl geben oder so. Und ich habe eine Wiki-Seite angelegt. Und wenn man badge.zdk.ch schreibt, kommt die Wiki-Seite. Und dort hat es schon drei Programmbeispiele. Es ist das Lauflicht, das schon vorinstalliert ist. Es hat ein Piano, das funktioniert. Und es hat eben da mit dem Visitenkärtchen-Programm, das einfach mal etwas ausgibt, der auf dem Wiki ist jetzt. Es macht Ctrl-Alt-Delete und dann schreibt es Hacker-Tools. Da könnt ihr aber auch selber irgendetwas anderes schreiben. Darf auch gerne ergänzt werden, wenn ihr jetzt selber einen mega coolen Hack habt und denkt, ich will das Programm mal zeigen, dann macht jetzt gerne aufs Wiki drauf. Im Hackcenter oben hat es eine Lötdecke. Jetzt ab dem 3 ist auch der Mitchell Altman dort und tut mit den Kindern löten. Und ich schaue, dass ich auch manchmal dort bin und vielleicht noch etwas kann helfen, falls mal ein Badge nicht funktioniert. Habe ich vielleicht noch einen Tipp. Kordam von Rapperswil, die heute noch werden kommen, haben einen Reflow offen dabei. Hallo. Ah, hallo miteinander, Entschuldigung, nicht gesehen. Da können wir auch mal ausprobieren. Ist ja alles SMD, ist vielleicht interessant, um mal Reflow ausprobieren. Und im Odenwilsens-Zelt, da ist das Brunnen-Zelt, das einen Kerzenständer hat. Dort hat es ja auch Ersatzteile, wenn ihr LEDs verlieren in der Wiese oder so. Wir hätten noch mehr dann, vielleicht. Ja. Ich habe da ein Foto gemacht vom fertigen Ding. Da tue ich auch noch ins Wiki, dass wenn ihr jetzt nicht sicher sind, ist das Teil in den Kondensator. Den kann man auch mit dem Foto vergleichen. Es gibt vier Sachen, die so eine Richtung haben. Die, beim USB-Teil oben hat es zwei Dioden. Da muss blau immer links unten sein. Bei allen LEDs muss das grüne Strichchen links unten sein. Ja. Der Chip muss oben so einen Punkt oben sein. Aber es ist ja eigentlich auch eingezeichnet auf der Platine. Das kostet 10 Franken. Habt ihr ein paar Fragen? Ja. Also, wenn man, kommt drauf an, was man will. Jetzt hat bei dem, von dem Name-Tag-Teil, habe ich auch einen Link gemacht. Die haben einen Generator gemacht für Schrift, wo man könnte, 4 Zeichen geben. Und dann sagt es gerade, wie viele LEDs das er braucht für das. Also, wenn ich jetzt für Toni, ich heiße Toni, ich da würde eingehen, dann würde ich sagen, es braucht 35 LEDs, wenn es so und so anordnet ist und generiert mir da. Und bei denen, all diesen Teilen löten, bei allen auch beim Chip, ist es so, man tut eigentlich eine Fläche tut man verziehen. Zum Beispiel beim LED rechts oben schon mal ein bisschen ziehen tun. Und nachher nehmen wir mit der Börsette, es hat übrigens in jedem Säckchen jetzt auch Börsette dabei, für die keine ESD-Börsette haben. Das ist schon dabei beim Kit.
Dann tut man das Teil mit der Börse in die Tanne, mit der anderen Hand den Lötkolben und schiebt sie so rein. Und dann hebt ihr das Komponent schon, also wenn es ein Schalter ist oder ein Chip oder eine Diode, dann hebt ihr schon. Und dann könnt ihr in Ruhe wieder das Böse weglegen, das Zinn in die Hand nehmen und das zweite Füßchen noch anlöten. Und jetzt rein einfach, um da den Namen zu schreiben, der LED-Teil. Wenn ihr die ersten zwei gemacht habt, dann geht das so schnell, dann habt ihr in 5 Sekunden so eine LED drauf. Und ich habe es mal in einem, es war ein Schnupperlehrling bei uns im Geschäft und ich habe nicht gewusst, was machen. Und habe gesagt, probier das mal löten. Und dann hat er wirklich den Namen geschrieben und ist fertig seit 20 Minuten. Also, genau. Wenn ihr kein Problem habt, wenn ihr jetzt etwas nochmal abnehmen müsst und irgendwie, wo ist das Entlötlitzen und so Sachen, dann geht es vielleicht lang. Aber wenn ihr vielleicht schon mal etwas gelötet habt und ein bisschen sorgfältig sind, dann könnt ihr das machen in einer Viertelstunde, halbe Stunde so. Ja, Tremli. Sind alle LED frei ansteuerbar? Nein. Okay. Es gibt 4 Felder und jedes Feld ist einfach 4 LEDs breit und 5 LEDs hoch. Und du hast eben gedacht, zum Beispiel zum Buchstaben oder ein Herzchen oder irgendetwas, ein Symbol machen. Und von diesen Feldern hat es 4. Ja. Und du musst einfach überlegen, wenn du jetzt einfach in der Mitte von diesen Feldern jeweils ein Licht lässt, dann hast du ein Lauflicht mit 4 Lichtchen, dann kannst du das Ding irgendetwas so machen. Oder eben, wenn du gerade noch willst, etwas schreiben. Aber du kannst es nicht ansteuern. Ich weiss nicht, wie ein Multiplexer geht. Danke fürs Interesse. Ich bin auch noch da, sonst. Und Matthias, kannst du dann auch helfen, die rauszugeben und 10 Franken nehmen? Gut, danke vielmals.